nur für Polly und ihre Freunde. Polly WG. Wie alles begann. Polly Pocket. Was das hier wohl ist? Ja? Ich kann nicht aufmachen. Okay. Ja, was ist denn? Könnt ihr vielleicht hier wohnen? Wir haben extra noch ein Zimmer frei. Das ist eigentlich Schule. Aber folgt mir. Wow, danke nochmal. Ich richte es schon mal schick ein. 10 Polly-Minuten später. Wow, das müsste reichen. Meine Freunde könnten hier auch noch wohnen. Ich richte unten schon mal alles rein. 3 Polly-Minuten später. Meine eigene Klingel. Mein Schild. Eine eigene Bühne. Für Polly und meine Freunde. Geht das Ding? Mein Mikrofon, meine Gitarre, mein Schrank und da steht ein Radio drauf. Und mein süßes kleines verziertes Badezimmer. Hey Polly! Hey Chrissy! Hey! Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich habe dich wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich dich auch nicht. Wow, was hast du denn hier geackert? Ach, halt so wild. Ich habe hier eine eigene Wohnung. Weißt du, möchtest du mitwohnen? Ich habe ganz viel Platz. Hä? Da kommt ja noch jemand. Hey, Shani! Meine 2 besten Freundinnen damals. Deine besten Freunde? Und was ist mit mir? Oh, ja, natürlich, du auch. Kommt erstmal rein. Wir können was essen oder Fernsehen gucken. Oder vielleicht sowas üben. Nein, darauf habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock. Naja, dann können wir wenigstens schon mal nach oben gehen und eine Folge von Die Fruchtstadtwache gucken. Ach, die Krimiserie? Ja, gerne! So, Leute, ich bin müde. Ich gehe schon mal ins Bett. Ja, mach das. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, guckt den 2. Teil. Wie alles begann. Polly, Chrissy, Shani, Lila oder von mir benannt Christy. Nicht Christy, sondern Christy. Und Lea!